BAV heute ist geprägt durch einen Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung. Es wandelt sich immer mehr zur Arbeitnehmerfinanzierung, also arbeitgeberfinanziert. Machen wir so 5 bis 10% der Versorgungswerke, richten wir arbeitgeberfinanziert ein. Gestern Abend habe ich mit einem gesprochen, der hat da arbeitgeberfinanziert, das richtet jetzt arbeitgeberfinanziertes ein, ein größeres Unternehmen. Am Montag sind 2 arbeitnehmerfinanzierte eingerichtet worden. Also das Verhältnis haben wir wirklich ungefähr 1 zu 10, 1 zu 20. Was auch heute ist, wir haben dominierend Versicherungslösungen und wir haben dominierend die Durchführungswege Pensionskasse, Direktversicherung. Direktversicherung, weil es viele für einfach halten. Warum, weiß ich nicht. Pensionskasse, ja, es dominiert eben, also es gibt sehr viele Pensionskassen. Aber was wir heute natürlich auch haben, wir haben heute weitgehend eine Ablehnung von Lebensversicherungsverträgen. Das ist eine ganz große Aversion, die ist teilweise nicht unbegründet, da gibt es unterschiedliche Gründe. Einmal sind es schlechte Erfahrungen, die jeder schon gemacht hat. Wer es selbst nicht gemacht hat, kennt die Schwägerin, die Schwiegermutter, die Freundin, wem auch immer, die Schwester, wem auch immer, der im Privatbereich schon irgendeine Erfahrung gemacht hat, entweder irgendwas kündigt, nichts mehr zurückbekommen, nur mehr ganz wenig zurückbekommen, das Geld ganz langsam zurückbekommen und so weiter. Die Rückkaufswerte schlecht, Stornoverluste, mit denen jeder schon Erfahrungen gemacht hat, Renditen, die man zwischenzeitlich auch mit der Garantie von 1,75%. Aber was heißt Garantie von 1,75%? Entscheidend ist die Größe, auf die ich das garantiere. Und es sind, wir haben damals einen alten Plus-Minus-Beitrag, die das mal recherchiert haben, gerade mal auf 70% und weniger, manchmal deutlich weniger, wo überhaupt nur im Deckungsstock verzinst werden, dass die Zinsen sinken, nicht bloß die Garantien, auch die Überschüsse mit Staatsanleihen, deutschen Staatsanleihen mit ein bisschen unter Null oder ein bisschen über Null, schafft man nicht einmal die Garantie. Also man muss schon beimischen, ganz deutlich an Griechischen, an Spanischen, an Italienischen, was auch immer. Weiß es nicht, schaut da nicht rein, aber ich vermute es, mit deutschen Anleihen kann man es nicht erhalten. Und macht natürlich erhöhte Transparenz. Die erhöhte Transparenz aus meiner Sicht ganz stark durch die Presse. Wenn man da anschaut, okay, ich habe das an Bericht über Lebensversicherungsbetrug oder Lebensversicherung legaler Betrug, das Wort hat ja auch der BGH gesagt, das darf im Rahmen der freien Meinungsäußerung die Lebensversicherung als legaler Betrug bezeichnet werden. Frontal hat dann eine Sendung auch darüber gemacht. Financial Times Deutschland im Dezember 2011 noch über Liquiditätsprobleme, Krise bringt ersten Versicherer in schwere See. Financial Times Deutschland, Munich Re, Zweifel am Modell Lebensversicherung, muss man vorstellen. Die Münchner großer Rückdeckervorstand sagt, wir zweifeln am Geschäftsmodell Lebensversicherung. Also jeder weiß, das Ganze geht nicht mehr lang. Oder FAZ vom 7. März, wie Lebensversicherer die Leistungen frisieren. Da steht ein Artikel drin, Untersuchung von, ich glaube, knapp 50 Lebensversicherungen. Nach durchschnittlich 14,5 bis teilweise 20 Jahren sind die eingezahlten Beiträge erst wieder erreicht. Auf gut Deutsch, wenn einer hier in Ingolstadt in die Fußgängerzone geht, in ein Bettengeschäft, kauft so ein billiges Kopfkissen, geblümt, was nicht mehr so modern ist, und legt da sein Geld rein, für einen Zeitraum von 14,5 bis 20 Jahren schlägt er jede Lebensversicherung. Ganz einfach, hat höhere Werte im Kopfkissen als jede Lebensversicherung. Oder im Handelsblatt, wo dann die Betriebsrente auch als Rezept gegen die Armut, da gibt es ja jetzt sehr viele Artikel in die Richtung, wo da auch gesagt wird, naja, die alten Wege werden schon reichen, aber es sind nicht finanzierbar, nicht administrierbar. Wir machen genau das und wir administrieren sehr schlank und sehr effektiv. Und es geht weiter, oder Ökotest, wenn sich ganze Reihe, die von allen Zeitschriften aufgegriffen wird, Finger weg vom BAV, wo im Prinzip die negativen Renditen ausgerechnet werden, auch bei Renten, selbst wenn einer 86 Jahre wird, noch negative Renditen, Fonds professionell und so weiter, solche Dinge. Das ist das, was die Presse sagt, und ganz nebenbei erfährt man auch immer mehr das Thema, es wird immer mehr Unternehmen bewusst, die Einstandspflicht vom Arbeitgeber. Einstandspflicht, eine ganz normale Grundnorm, die in § 1 vom Betriebsrentengesetz, bettere AVG, das ist ein arbeitsrechtliches Schutzgesetz, praktisch in § 1 im ersten Absatz als dritter Satz drin steht, der Arbeitgeber steht für die Erfüllung der von ihm zugesagten Leistungen auch dann ein, wenn die Durchführung nicht unmittelbar über ihn erfolgt. Sprich, wenn er sich irgendeines Dritten bedient, ob das eine Pensionskasse ist oder Direktversicherung oder rückgedeckte Unterstützungskasse oder pauschalodierte Unterstützungskasse oder Pensionsfonds, was auch immer, er haftet dafür, er steht auch ein.
Im letzten Monat hat es übrigens auch ein Bundesarbeitsgerichtsurteil dazu gegeben, was der Arbeitgeber genau zu dem verpflichtet worden ist, was im Prinzip über die Versicherung da zugesagt worden ist, was im Prinzip der arbeitsrechtliche Anspruch letztendlich war. Und während das im Arbeitsrecht für den Arbeitgeber sehr hart formuliert ist, wenn man mal die Versichererseite anschaut, da gilt nicht das Betriebsrentengesetz, sondern da gilt das Versicherungsaufsichtsgesetz, und zwar der Paragraph 89. Und in Paragraph 89, das geht um das Gebot Herabsetzung von Leistungen. Das heißt, ergibt sich bei der Prüfung der Geschäftsführung und der Vermögenslage eines Unternehmens, Unternehmens ist die Versicherung, also bei der Geschäftsführung, nicht unbedingt durch den Kapitalmarkt und so weiter, sondern durch die Geschäftsführung und wie die angelegt haben, dass die Leistungen nicht mehr dauerhaft erbracht werden können, können die im Prinzip reduziert werden, ausgesetzt werden, Rückkaufe, Stornos, das ganze Zeug einfach nicht mehr bedient werden, einfach ausgesetzt werden. So, das kann der Versicherer. Im Betriebsrentengesetz steht die Erleichterung oder die Klausel für den Arbeitgeber nicht drin. Das ist einfach Thema, ich will es nicht weiter thematisieren, ich will es auch nicht weiter dramatisieren. Ich wollte die Paragraphen nebeneinander stehen, so steht es da, kann sich jeder die eigenen Gedanken drüber machen. Wenn man mal von der Deckung die BAV anschaut, dann ist es so, dass wir zu einem ganz großen Teil Direktzusagen haben mit einem riesen Volumen, 250 Milliarden, auch in den Unterstützungskassen, da sind sehr viele alte Pauschallotierte dabei, immerhin 50 Milliarden. Die Pensionskassen, die wurden in der Vergangenheit natürlich auch sehr gepusht. Ich habe mal eine Umfrage gemacht über Xing in verschiedenen Foren, auch in großen Forum Finanzvorsorgeexperten mit über 11.000 Mitgliedern. Sind Versicherungslösungen der BAV für einen Arbeitnehmer noch attraktiv? Und da haben 53% mit Ja, 41% mit Nein und 6 haben gehabt, kenne keine andere Lösungen. Die Differenz, ja, sind Rundungen. Wir haben dann gesagt, worauf kommt es im Rahmen einer BAV-Beratung an? Und das war ganz interessant, die Frage. Da haben 75 gesagt auf Rechtssicherheit, 75% auf Rechtssicherheit. 58% Sach- und Realwerte statt Papiere und Staatspapiere, was ich so als das größte Problem derzeit sehe. Vermeidung von Paragraph 89 VAG haben gerade mal 50% gesagt. Kann auch daran liegen, dass die anderen 50% ihn vielleicht nicht kannt haben. Angemessen und faire Vergütung, okay, soll jeder immer haben. Und ganz interessant, 83% Nutzen und Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und es wundert mich natürlich sehr, weil wie soll es funktionieren, wenn Geld unwiderruflich aus dem Unternehmen rausfließt, der Arbeitgeber nie mehr daran kann, das nicht stornieren, beleihen, rückübertragen, verkaufen, gar nichts kann, wo soll da der Nutzen für den Arbeitgeber liegen? Und wenn es dann bei der Versicherung ankommt und eine Rendite bringt von, ja, wenn es gut geht, ein bisschen über Null, mit einer großen Wahrscheinlichkeit oder in gewisser Art und Weise vielleicht auch weniger als Null, wo soll der große Nutzen für den Arbeitnehmer liegen? Aber es wird als wichtig angesehen und anerkannt. Und wenn man mal so eine Entscheiderstudie im Auftrag von der Standard Life anschaut, was der BAV für Chancen beigemessen werden, dann sieht man durchaus, dass da noch relativ große Chancen drin sind, den Anteil der BAV bei den Mitgliedern in den Trägerunternehmen zu erhöhen. Und wenn man mal die Trendwende anschaut, was hat die größten Steigerungen, dann ist es mit fast verdreifacht, vervierfacht die Unterstützungskasse und auch die Direktzusage gut vervierfacht, klar auf niederem Niveau, aber einfach in der Akzeptanz ansteigen und nicht eventuell weiter zurückgedrängt. Und wenn man fragt, was ist überhaupt gefragt und was ist das Wichtigste, dann ist das Wichtigste Insolvenzschutz. Ja, Insolvenzschutz schaffen wir ganz gut mit der pauschallotierten Unterstützungskasse. Den haben wir wie in allen anderen Durchführungswegen Kraft Gesetzes, also wie in der rückgedeckten Unterstützungskasse oder Direktzusage zum Beispiel. Auch ganz wichtig, Transparenz des Angebots. Das werde ich im zweiten Teil vorstellen. Ein Sparbuch, wenn was funktioniert, quasi wie ein Sparbuch, transparenter kann etwas gar nicht sein.